Show this afternoon. We're going to be committing the equivalent of heresy, I suppose you'd say. Did you? Would you? Edward Josephson. That was an extra. Making sure that GCHQ technology service. Wir haben manche symbolische Politik. Also manchmal, zumindest im letzten Jahr, aber er erscheint als großartiger Redner. Ist er zweifellos, aber er macht von diesen Fähigkeiten nicht in der Form Gebrauch. Warum? Einige spekulieren nun, ja, er ist ein. Aufwählen will, alles in Ordnung, aber gleichwohl dieser Mangel an symbolischer Überzeugungskraft, die das große Präsidenten vor ihm immer wieder verstanden habe zu inszenieren, das geht ihm ab. Und dieses beides macht ihn ja im Grunde genommen dermaßen unbeliebt. Sie haben ja das in der Anmoderation schon gesagt. Herr Ruckgeschwender, Obama muss ja schon gegen die republikanische Übermacht im Repräsentantenhaus regieren. Jetzt wird auch noch der Verlust der Mehrheit im Senat. Wie erklären Sie denn diese Umfragewerte für Obamas Demokraten? Obama hat vor zwei Wochen mit ihm dafür nicht zugestimmt, aber inzwischen, wenn man sich die Umfragen angeht, sind die Demokraten doch an der einen oder anderen Stelle auf lokaler und regionaler Ebene etwas gibt. Get on your feet, yeah, speaker.